Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Ranger Finsternis überall mehr Helper Band Challenge. Im letzten Part haben wir Haferbrück endlich vor den großen Kongigas befreien können und auch vor Team Nachtschatten, denn die scheinen dahinter zu stecken. Wir haben mittlerweile herausgefunden, wer diese schwarzen Silhouetten alle waren. Und ja, euch ist bestimmt schon aufgefallen, hier sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt eine bessere Beleuchtung, die Kamera ist ein bisschen eingestellt und die Audio klingt vielleicht auch ein bisschen besser, weil ich hier jetzt so ein schönes Ding hier vor mir stehen habe, einen Schallabsorbierer, der ein bisschen die Audio verbessert und so kann ich auch besser beleuchtet werden. Dementsprechend werden wir in Zukunft so aufnehmen, ich hoffe, das ist so in Ordnung und dann wollen wir mal schauen, wie das hier weitergeht. Jedenfalls ist jetzt Team Nachtschatten geflüchtet und Stegner ist noch wieder hergesprungen, aber hat irgendwie nicht viel geholfen. Was sagt der Mann denn? Bäh, warum muss das wer so salzig sein? Tja, das ist halt so. Was soll man sagen? Haferbrück ist für seine salzige Seeluft bekannt und für Stegner hier. Das hast du eben auch schon gesagt. Aber gut, wir sind ja hier fertig eigentlich. Ich komme ein bisschen näher hier, das passt doch besser. So, jetzt die Frage, wie machen wir weiter? Können wir jetzt schon zurückkehren? Man weiß es nicht. Wir können schon zurückgehen. Ich kann mir Loa mal fragen. Ich bin ganz schön der Chef von heute. Wir müssen dem Chef aber noch einen vollständigen Bericht abliefern. Lass uns zu Ranger Bar zurückkehren. Okay. Okay, okay. Dann auf geht's zurück. Aber sehr schön. Immerhin sind wir hier mit Haferbrück fertig. Hier ist alles gereinigt von Kongigas. Melodia ist ja auch befreit worden. Dementsprechend ist ja alles gut. Bam, 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 bam. Jetzt können wir auch alle Pokémon ganz normal hier fangen, wie wir es eigentlich auch sollten. Wir können auch noch nicht in den Norden, ne? Weil die Brücke ist ja noch hochgezogen, aber was soll's. Das machen wir später mal. So, dann gehen wir mal zurück, würde ich sagen. Und hier sind schon die nächsten Aufträge, die wir nicht ausführen dürfen, wie wir wissen. Aber ist ja nicht so wild. Bam, 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 bam. Ich habe kein Gespräch, was ich hier anfangen kann. Das ist ja langweilig hier. Ich kann eine Abkürzung nehmen, ne? Stimmt ja auch. Und vor allen Dingen müsste jetzt ein neues Pokémon eventuell auftauchen. Diese geheime Höhle, die wir schon kennen. Da war jetzt zuvor, glaube ich, ein Charmian, ne? Also es könnte auch sein, dass da noch eins drin ist. Aber vielleicht haben wir Glück und ist was anderes. Mal gucken. Ne, ist noch ein Charmian. Es gibt ja manchmal auch die Möglichkeit, dass da noch andere Pokémon auftauchen können. Hier ist auch hell. So. Aber erstmal eine Abkürzung genommen, das passt schon. Dann erstmal noch durch eine Briseforce durch. Und dann sind wir auch wieder zu Hause. Bam. Jetzt ist noch alles verkohlt. Hier war doch der ganze Brand. Bis sich der Wald wiederholt hat, das wird noch eine ganze Weile dauern, glaube ich mal. Aber was soll's. Schillock, lass mich in Frieden. Ich muss hier durch. Ich bin zwar kein Arzt, aber Ranger. Das reicht mir schon. Bam, bam, bam. Ach, langer Weg ist lang. Aber wir haben dann bald schon diese Stadt erreicht und sind wieder dann in Brisenau und geben dann Bescheid. Bam, 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 bam. Ach, die Musik ist weg. Toll. Aber die ist auch schön. Kann man nicht anders sagen. So, Chef, wir sind zurück. Wie sieht's aus? Ach, Olli ist immer noch hier bei uns. Wir gucken, ob der irgendwie schon mal geredet hat. Wir melden uns zurück. Oh, hey, gut gemacht, ihr zwei. Luana, warum das lange Gesicht? Wie schon per Voice mir berichtet, bin ich sauer, dass diese Typen mit dem Nachtschatten entkommen konnten. Noch schlimmer ist, dass sie auch noch die eine verbliebene Kongiga-Einheit haben. Du bist zwar zu dir selbst. Ihr habt mehr als genug für einen Neuling und einen Ranger im zweiten Jahr getan. Was mich erheblich mehr beschäftigt, ist dieses Team Nachtschatten. Was hat es vor? Naja, ihr habt euch gut geschlagen. Mission geschafft. Sehr schön, damit wird das geklärt. Ich meine, wir haben jetzt ja auch unseren ersten Boss hier und ich besiege. Klar, Tangulos kann man auch als Boss sehen. Ich weiß aber nicht, der war dafür zu schwach, wie ich finde. Eigentlich war Toxic Quark der erste offizielle Boss, wie ich finde. Professor, übrigens müsste ich nochmal erwähnen, ich werde ihn jetzt in Zukunft Professor Hastings nennen, weil ich glaube, dass es offiziell so auch ausgesprochen wird. Deswegen nicht ein Hastings, sondern Hastings. Professor Hastings und Eleonora nehmen diese Kongogi-Maschine auseinander. Ja, fast. Was? Kongiga, nicht Kongogi? Ach komm schon, ihr wisst, was ich meine. Sondern der Teil mit Kon richtig ist. Du musst total fertig sein. Willst du dich ein bisschen aufs Ohr hauen? Jo, können wir machen. Finde ich gut. Gute Arbeit, weiter so. Ja, nehmen wir es ganz schön auseinander. Mal schauen, was dann passieren wird damit. Am nächsten Tag. Und nein, Krakelo ist diesmal nicht dabei. So, ich möchte gerne weiterdrücken. Dankeschön. Black Screen. Okay, geht weiter. Bin ich mal gespannt. Hat Olli jetzt hier geschlafen? Also im Stehen jetzt, in den Seilen, ist auch sehr schön. Eleonora hat die ganze Nacht hindurch gearbeitet, um den Konguga zu zerlegen. Wie? Konguga, nicht Konguga? Egal, hängt doch auch nicht mit den Details auf. Behaltet lieber das große Ganze im Auge. Wo wir gerade davon reden, die resolute Utem ist mit einer großen Ladung Milchpudding da. Also esst, Leute, esst! Oh, es gibt was zu essen, sehr schön. So sagt unser Mittag, danke. Der Pudding wird euch jede Menge gegeben. Na, meine Stimme ist noch nicht so ganz so fit. Ich bin noch nicht so ganz hier drin. Ja, aber geht schon. Der Kerl weigert sich irgendwas was zu sagen. Ich stecke ihm einfach einen Löffel in den Mund, das reicht vollends. Jetzt mal ganz still! So behandelt man doch niemanden. Er sieht am hungrigsten von allen hier aus.
Wie war dein Name gleich? Olli? Jetzt ist es mal auf. Hier, ich fütter dich. Und ist er nicht genauso lecker, wie ich es versprochen habe? Na gut so, hier noch ein. Du brauchst das nicht zu kauen. Das ist ein Puddingmann. Dem ich hier Trottel. Schon langsam, nicht verschütten. Und wenn es nicht reicht, kann ich dir so viel, du willst, nachholen. Toll. Wir haben jetzt echt tagelang hier gefesselt, ne, weil es auch funktioniert. Oh, er spricht. Oh mein Gott, er spricht. Ich verdiene das nicht. Ich. Der Wald war der Priesterforst, dieses Feuer. Ist alles meine Schuld. Ich bin so ungeschickt und habe Treibstoff von dem Gogia verschüttet. Er ist überall hingespritzt und dann ein Funke von der Zündkerze hat den Treibstoff entzündet. Das Feuer hat sich rasend ausgebreitet und dann... Ich kannte den Typen nicht einmal. Ich habe einen vor langer Zeit getroffen. Er hat gesagt, ich könnte schnelles Geld machen und da habe ich zugestimmt. Ich wusste nicht, was ein Gogia war oder wie er die waren oder so. Es tut mir leid. Alles meine Schuld. Dein Milchpudding war lecker. Ah, interessant. Wie soll er denn diese Tränen wegwischen, wenn er so gefesselt ist? Holst jetzt Anlauf um Schatten? Oh Gott, nein, okay. Hey Capco, nach Olli los. Ja, okay. Vielleicht der erste Tag hier am Morgen. Die resolute Ute war so nett zu mir. Das erinnert mich richtig an meine Mutti. Mach sie ihn bitte los. Ich allein bekomme das sowieso nicht hin. Ich bin zu dumm dafür. Okay. Nö, wer macht die Geräusche? Achso, das sind einfach die Geräusche vom Seil. Er ist sicher ziemlich schwierig loszubinden, so fest wie wir ihn gefesselt haben. Ich helfe dir. Warum immer man das macht, ne? Kriegt keiner hin. Eleonora, da muss doch irgendetwas Nützliches in deiner Werkzeugkiste sein. Sehr schöne Geschichte hier. Wunderschöner Text. Schnapp. Und damit ist das Seil gelöst. Oder zu schnitten, wenn man es genau nimmt. Ein Hurra für Eleonora, die Festungskönigin. Genau. Endlich frei. Wie funktioniert das eigentlich? Wie kann er auf Toilette gehen eigentlich? Gibt es überhaupt eine Toilette hier in der Basis? Man weiß es gar nicht. Aber gut. Übertreib es nicht. Na gut, also das sagt Urs. Na gut, Leute, die Pause ist vorbei. Resolute Ute, vielen, vielen Dank für deinen stets leckeren Milchpudding. Und Olli, du kannst nach Hause gehen. Denke, dass du uns doch noch erzählt hast, was passiert ist. Hat ja lang genug gedauert nach so einer Woche. Wir wissen jetzt, was du nur von dieser mysteriösen Bande benutzt wurdest. Und jetzt fängt diese Bande an, uns ernsthaft Ärger zu machen. Ihr Name, Team Nachtschatten. Ich möchte, dass irgendjemand hier in der Gegend auf Patrouille geht, nur zur Sicherheit. Mal sehen. Capco macht das wahrscheinlich, das ist am sinnvollsten. Du machst das. Ich habe keinen Bock. Darf ich auch aufhören? Capco kennt dich auf Patrouille geschickt, oder? Okay, ich will aber keine Aufträge machen. Ach übrigens, das Allgemeine-Journal hat einen großen Artikel über den Zwischenfall in Havebrück gebracht. Ah, wir sind wieder in der Zeitung. Sehr schön. Heldenhafte Ranger. Wir zwei sind wieder allein rumgelaufen. Joanna läuft da ganz alleine rum, auch schön. Die gleichen Maschinen wie im Briseforce. Team Nachtschatten. Okay, ich hätte ja rechts lesen müssen. Ich habe übrigens ein bestimmtes Sichtfeld, seitdem ich hier diesen Absorbierer habe. Übrigens, nochmal so zur Info. Das Allgemeine-Journal Nummer 5, Aufstand der Havebrücker Pokémon. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass jemand wirklich hier Bilder gemacht hat. Habe ich ja schon mal erwähnt, dass irgendjemand da Bilder macht, vor allem vom Team Nachtschatten. Hätte ja mal jemand helfen können, vielleicht. Und genau das ist natürlich verwackelt, ist ja klar. Logisch. Na gut, so. Kann ich jetzt? Muss ich jetzt immer noch gehen? Na toll. Vermutlich werde ich jetzt eine Szene triggern oder so. Oder? Trigger ich eine Szene? Ja. Capco, warte bitte mal! Achso. Ansonsten hätte ich auch einfach direkt zurückgehen können, um eben direkt zu sprechen. Meine Freundin wohnt in Chicoling. Ich würde gerne wissen, wie es ihr geht, aber ich bin echt schlecht in solchen Sachen. Ich schäme mich zu sehr, allein zu gehen. Bitte, kannst du nicht mitkommen? Ja, gut, bringe ich dich da eben hin. Bam, 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 bam. Wir gehen jetzt zusammen zurück. Ab direkt nach Hause. Können wir mal direkt unsere Eltern besuchen gehen? Da sind wir mal gespannt. So. Bam, 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 bam. Vor allem rennen wir den ganzen Park nur hin und her. Aber gut, jetzt haben wir mal eine halbe Weltreise gemacht heute. Großer Bruder! Okay, hallo. Hast du schon gehört? Ist echt gruselig. Auf der Partnerfarm ist ein Geisterhut. Ah, okay, jetzt geht das schon los. Ein Geisterhut? Hier lang, großer Bruder, schnell! Okay. Mein Problem kann warten. Ich glaube, der Geisterhut ist viel wichtiger. Ja, Leute, ich habe ja schon davon gesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, mehrere Partner-Pokémon zu haben. Aber die wir hauptsächlich durch irgendwelche Aufträge lösen oder bekommen können. Mir fällt auch gerade eins ein, was wir noch so bekommen können im Laufe der Story, aber das gehört auch dazu. Tu bitte was, großer Bruder! Oh ja, der Geisterhut. Es ist bestimmt ein Geist darunter. Ach, du liebes Bisschen, der Hut bewegt sich! Es ist ein Geisterhut! Vielleicht sollen wir mal näher rangehen. Es hat ein Geräusch gemacht. Ach, guck mal. Einzelpurze ist dadurch teleportiert quasi. Unter dem Hut war Einzelpurze. Und direkt der erste Fangbesuch für heute.
So, Zuputze wird greift an. Oh, sehr schön. Gerade noch hinbekommen. Wollte ich schon in einem Kreis auch hinkriegen. In einem Versuch. Zuputze, es setzt beim Herumspringen Töne ein, um anzugreifen. So, ja, das soll doch S-Rang sein. Ja, besser geht's ja eigentlich auch nicht. Perfekt. Sehr gut. Und nun? Oh, da war Zuputze im Hut. Das ist ja so niedlich. Ich dachte mir, dass es sowas sein müsste. Ja, oh, das habe ich die ganze Zeit gesagt. Wusste ich doch. Ich habe das gesagt, erinnerst du dich? Ja? Das Zuputze scheint dich zu mögen, großer Bruder. Ich habe es gerettet von diesem grausamen Hut. Die Partner-Pokémon versteht sich auch sehr gut. Und das heißt, wir haben ein weiteres Partner-Pokémon. Zuputze hat sich dir als Partner-Pokémon angeschlossen. Wir bleiben aber bei Mangrax so. Macht am meisten Sinn. Mir ist meine Nase total verschnupft. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Wie auch immer. Du weißt aber, dass ich immer nur ein Partner-Pokémon begleiten kann, oder? Woher weiß er denn das? Oh, das arme Zuputze. Muss es jetzt Tschüss sagen? Oh nein, muss es nicht. Du kannst Partner-Pokémon, die du auf der Reise nicht mitnimmst, zurücklassen. Alles, was du brauchst, ist ein sicherer Ort, in dem sich die Pokémon aufhalten können. Und du musst jemandem vertrauen, der sich um die zurückgelassenen Pokémon kümmert. Du kannst deine Partner-Pokémon an diesem sicheren Ort jederzeit tauschen. Zum Beispiel kannst du heute mit Zuputze und morgen mit Mangrax losziehen. Das hat es mir jedenfalls Eleonora erklärt. Okay, die hat gequasselt zu viel. Ich sehe schon. Na, wenn das so ist, können wir das jetzt zu deinem Treffpunkt machen. Und wie der Zufall so spielt, trägt dieser Ort sogar den Namen Partnerfarm. Tja. Wirklich? Danke, Vati, danke! Das heißt, Zuputze kann hier bleiben und Schwesterchen darf aufpassen, um Gottes Willen. Das ist perfekt, großer Bruder. Jetzt kannst du nach Hause kommen und jederzeit deinen Partner-Pokémon tauschen. Das kann ich tun, aber werde ich wohl nicht machen, weil Mangrax ist viel epischer. Ist einfach so. Aber ich glaube auch die meisten, und ich glaube sogar alle Partner-Pokémon kommen aus der vierten Gen, ne? Somit sind eigentlich alle cool, wenn man so will. Aber was soll's. Vergiss es nicht, das ist nämlich wichtig. Wenn du dein Partner-Pokémon tauschen willst, dann komm zurück zur Partnerfarm. Wäre es in Ordnung, wenn wir jetzt mein Problem angehen? Nö, ich bleib mal hier. Ja, schon mal gesagt, hier ist eigentlich recht viel Platz für alles und Zuputze kann jetzt hier bleiben. Sollte ja auch passen. So, jetzt suchen wir erstmal die Freundin von Olli auf. Dam, dam, bam, bam. Und ich glaube, wir haben sie schon direkt gefunden. Ja, ich wusste direkt, dass es hier ist. Mutti, ist anscheinend doch nicht die Freundin, hätte ich mir fast denken können. Es tut mir leid, dass ich dich hier so lange allein gelassen habe. Ich kann heute nicht sprechen, Leute, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Wie soll ich das sagen? Ich bin so ungeschickt und tollpatschig. Ich versage bei allem, was ich mache. Mutti, ich mache dir immer Sorgen. Das ist alles, was ich jemals gut konnte. Aber ich möchte... Bitte, es tut mir leid und ich bin zu Hause, Mutti. Ah, Ollis Mutter, also. Na gut. Alles, was ich dich je sagen hören wollte, war, ich bin zu Hause. Nicht, dass es dir leid tut oder dass du mir Sorgen bereitest oder dergleichen. Nichts davon ist wichtig für mich. Nichts könnte mich je glücklicher machen als dein Ich bin zu Hause. Und du siehst gut aus. Aber du bist nach Öl verschmiert und gefesselt irgendwie gewesen. Wie geht das? Willkommen daheim, mein Sohn. Ich bin froh, dass du zurückgefunden hast. Es war keine Freundin, sondern meine Mutti, die ich sehen wollte. Tut mir leid, dass ich dich belogen habe. Ich kam mir so blöd vor. Na gut, aber dann haben wir es immerhin hergeschafft. Selbst aber auch die, wir werden niemals erfahren, wie es denn eigentlich ein Name ist. Von Olli haben wir ihn ja eigentlich nur getauft, wenn man so will, aber sonst. Naja. Mein Sohn stolpert immer durchs Leben. Es wäre wundervoll, wenn er einen guten Partner finde, der ihn unterstützen kann. Ich habe Zuputze jetzt gefunden. Kann er ja haben. Hehe. Kann er zum Ranger werden. Wie auch immer. So. Großer Bruder, noch ein Geisterhut. Fast. Zuputze hat sich endlich beruhigt. Du solltest mal sehen, wie es sich macht. Okay. Geht es zu tun, dann können wir ihn jetzt auch theoretisch als Partner nehmen, glaube ich, ne? Bam, bam, bam. Mal schauen, wo ist es denn? Da ist es ja. Genau. Sollst du von seinem Vater Pokémon sein? Nein, dankeschön. Du bist hier und unterstützt mal unseren Vater hier, der einfach nur so dumm in die Gegend rumschaut, wie er es eben kann. Dann, wie viel Geld wir dafür gebraucht haben, um das eben zu kaufen. Wir haben ja auch einen Privatstrand eigentlich, also komm. Ist schon sauteuer. Ich weiß gar nicht, wie unsere Eltern sich das leisten können. Als Farmer quasi. Vor allem, warum braucht man als Farmer auch einen Strand? Obwohl ich nicht weiß, ob das unser Privatgrundstück ist. Das muss ja irgendwo eingrenzt sein. Aber wir sind die Einzigen, die da hin können. Also, ansonsten müsste halt jemand durch unser Grundstück laufen. Aber egal, was soll's. Ich würde sagen, wir kehren mal zurück zu Urs. Ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, am Ende des Let's Plays werden wir hier nur Leute sehen, die so eine Sprechblasen haben über ihren Köpfen, weil alle ihre Aufträge noch haben, logischerweise. Aber was soll's. Bam, 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 bam. Wie sieht's aus? Du musst ganz schön erschöpft sein. Feierabend! Ja, wow, wir haben heute nur Aufträge gemacht, ne? Hm? Was könnte das hier wohl sein? Ein kleiner schwarzer Stein. Eleonora, hast du eine Idee?
Ich habe nie etwas von wie diesen Stein gesehen. Soll ich mit dem Hammer drauf aufbrechen oder Löcher reinbohren? Nein, nein, nichts dergleichen. Ich nehme ihn mit zur Vereinigung zurück und lasse ihn von den wissenschaftlichen Mitarbeitern untersuchen. Ihr solltet außerdem ein Treffen abhalten, um die Kongiama-Bedrohung zu erörtern. Ich schlage vor, dass wir uns morgen alle in der im HQ, HQ, Hauptquartier der Ranger-Vereinigung treffen. Ich finde sehr schön, wie die hier mit Abkürzungen umgegangen wird. Wir hatten ja schon mal eine Abkürzung mit zum Beispiel, glaube ich. Sieht man nicht in einem RPG, dass es in den Textboxen so gemacht wird, aber egal. Hauptquartier. Us, komm mit zum Hauptquartier. Ich brauche deine Hilfe bei der Vorbereitung des morgigen Treffens. Das hätte jetzt nicht mehr in die andere Textbox gepasst. Jawohl, Professor. In Ordnung, Leute, ihr habt es gehört. Passt auf die Basis auf, während ich weg bin. Jawohl. Die schwer so nasal hier. Hilfe. Ich will jetzt aber den Party unterbrechen. Am nächsten Tag. Wow, wir haben echt heute nur Patrouille gemacht, beziehungsweise nur Olli eigentlich irgendwo hingebracht, aber was soll's. Ist ja nicht so wild. Aber müsste ja nicht noch mitten am Tag sein, theoretisch, wenn wir jetzt schlafen. Ist auch egal. Was soll's. So. Hallo und guten Morgen. Sieh dir das hier mal an. Noch ein Artikel. Oh Mensch, der nächste schon. Ja. Das Almia-Journal Nummer 6. Top Ranger im Fokus. Exklusive Details der Präzisionsverkommen. Da haben wir mal Cyber, 10.000 Fänge und die Staraptor-Koryphäe der Vereinigung Volara. Das sind anscheinend Top Ranger hier. Der Cyber und Volara. Volara haben wir schon mal gesehen. Die haben wir noch nicht, ne? Noch gar nicht. Aber gut, die beiden sind halt Top Ranger, die in der Vereinigung arbeiten. Und vielleicht sehen wir die ja irgendwann mal. Aber so gut, so toll war der Artikel jetzt auch nicht. Das war jetzt ein Bericht über irgendwas. Sind Top Ranger nicht das Allercoolste? Das ist wohl wahr. Wer weiß, wo wir mal irgendwann landen. So, nu? Voicemail! Urs hier! Ich weiß, es ist früh am Morgen, aber wir haben hier so etwas wie eine Krise. Ich brauche dich so schnell wie möglich in Havebrück. Havebrück ist eine Hafenstadt in... Luana, wir waren doch gerade erst da. Ehrlich jetzt? Wow. Havebrück ist eine Hafenstadt nördlich oben des Briseforst. Da waren wir ja noch nicht, deswegen muss ich dir unbedingt den Weg erklären. Gerade erst heute, beziehungsweise eigentlich vor 2 Tagen. Egal. Hinder, so schnell es geht. Auch wenn wir den restlichen Teil des Parts wohl noch mit Laufen verbringen werden, aber ich hoffe, das ist okay. Wir sind auch ganz gut eigentlich ausgestattet mit unseren Pokémon, das wird schon passen irgendwie. Bam, 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 bam. Und dann zurück nach Havebrück und dann bin ich mal gespannt, was die Krise so sagt. Bam, bam, bam. Schillock, lass mich in Ruhe. Hab keinen Bock. Es war bis jetzt nur ein einziger Fangversuch heute, ne? Das ist recht wenig eigentlich. Hatten wir sonst nicht gehabt bis jetzt. Eigentlich waren es immer mehr. Wir haben bis jetzt auch immer sehr, sehr gute Action gehabt. Gerade zuletzt mit dem Fang von Toxic Quark, aber gut. Bam, 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 Bibo, lass mich in Ruhe. Moment, habe ich jetzt schon dieses Mobile fangen können eigentlich? Hatten wir? Doch, hatten wir schon, ne? Glaube ich. Doch, stimmt, das hatten wir schon in der Ranger-Schule gehabt, ne? Da war ja was. Oder hatten wir es da noch nicht gefangen? Weiß ich auch nicht mehr. Ja, Hastings auch noch. Voicemail, Voicemail, ich bin jetzt Hastings. Wir benötigen dich hier. Bitte komm, komm, bitte, rasch nach Havebrück. Ja, ich weiß Bescheid. Was wollt ihr denn von mir? Oh, ist der Turm ein bisschen größer geworden? Die Bauarbeiten an dem kunstvollen Turm gehen gut voran. Du kannst den Fortschritt hier vom Panoramafelsen aus beobachten. Möchtest du von hier einen Blick her riskieren? Ja, kann ich machen. Das heißt, wenn er fertig ist, wird er das höchste Gebäude in ganz Almia sein. Okay, ja, es ist schon ein bisschen größer geworden, kann das sein? Na, jetzt kann man übrigens auch ganz gut hier die Umrisse sehen, auch die Ranger-Basis, aber das sieht so weit entfernt aus. Eigentlich passt das nicht. Wir müssten jetzt noch kilometerweit laufen, theoretisch, aber nö, müssen wir nicht. Wir sind schon gleich da. Eigentlich merkwürdig, aber ich beschwere mich nicht. Bam, bam, bam. Dann müssen wir die Abkürzung nehmen. Flupp. So. Dann sind wir schon gleich da. Und dann bin ich mal auf die komische Krise gespannt, die Urs angesprochen hat. Und dann wollen wir auch direkt schon zum Hauptquartier, was noch ein bisschen weiter westlich liegt. Und das ist der Urs. Guten Morgen, Capco. So ist der Stand. Die Nordbrücke wurde hochgelassen, sodass es sie niemand überqueren kann. Professor Hastings muss sie jedoch überqueren, um zur Ranger-Vereinigung zu gelangen. Du weißt ja, er hasst es, auf einem Starter zu fliegen. Also ist er auf den Landweg angewiesen. Wir sind erst spät abends angekommen und haben daher in der Ranger-Station übernachtet. Wie dem auch sei, du musst dir auf jeden Fall die Brücke ansehen. Okay, dann direkt mal zur Brücke. Ich bin mal gespannt, was kommen wird. Rennt, Jungs, rennt! Jetzt sind wir übrigens auch mal endlich mal Bevölkerung hier in dieser Stadt. Zum ersten Mal sieht man Leute. So. Ah, da bist du ja schon, Capco. Guten Morgen, einen wirklich guten Morgen. Wie du siehst, hat sich die Nordbrücke im hochgelassenen Zustand verklemmt. Der Brückenwart ist nirgends zu finden. Wie sollen wir nun hinüber gelangen? Der ist der Stegner, ne? Der Brückenwart ist Stegner. Er meint das immer gut, aber meistens gehen seine Unternehmungen nach hinten los. Okay.
Stegner? Den habe ich noch vorhin im Hafen gesehen. Dann lass uns mal so einen Hafen spurten. Der Hafen liegt Osten, im Osten rechts der Stadt und ist über den unteren Weg erreichbar. Tja Leute, dann werden wir es auch machen. Aber nicht mehr heute, das war's für heute. Im nächsten Part geht's dann weiter. Ein bisschen heute haben wir schon mal erreichen können und dann wollen wir mal hoffen, dass wir Stegner finden und dann eben den Weg zum Hauptquartier finden können im nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen!